Hallo, ich bin Thomas von Metz und möchte euch hier auf der IFA ganz kurz unser tolles OLED-Modell S9A vorstellen. Der S9A ist ein super schicker OLED-Fernseher, der sehr, sehr tief steht, wie man hier sieht. Der ist ganz leicht nach hinten geneigt und gerade auf so einem Loreboard beispielsweise sieht das dann richtig, richtig schick aus. Das Gerät liefert eine ganz starke Hardware, 4K HDR-OLED-Bildschirm und hat aber auch richtig gute Lautsprecher eingebaut hier vorne. Das ist ein Zwei-Wege-Bass-Reflex-System, was nach vorne abstrahlt, sodass bei den Ohren halt auch richtig was ankommt. Es ist eine Stoffblende drauf und sieht dadurch auch richtig, richtig schick aus. Das Metz-Logo ist hier so ein bisschen beleuchtet und rundet so den ganzen optischen Eindruck auf jeden Fall sehr gut ab. Das Lautsprechersystem liefert sogar für einen Fernseher richtig ordentlich besser, geht nämlich nach hinten noch ein Stück weiter und vor allem hinterm Panel sogar noch ein gutes Stück weit nach oben, sodass wir hier also ordentlich Volumen zur Verfügung haben. Haben hier also wirklich ein richtig schickes OLED-Modell, was sich einfach optisch so ein bisschen abhebt von der Masse und auch noch einen richtig guten Ton gleich eingebaut hat, sodass man nicht unbedingt auf eine externe Tonlösung angewiesen ist. Auf dem Gerät ist aber auch eine tolle Software drauf, nämlich das Betriebssystem Android 8. Und Android ist das, was man ja vom Handy sehr, sehr gut kennt und ist auch hier wunderbar anpassbar, so wie am Telefon auch. Ja, wir haben hier beispielsweise unser Netflix und YouTube und können hier natürlich über einen Google Play Store auch noch jede Menge anderer Apps besorgen. Da gibt es nicht ganz so viel wie am Telefon, denn am Fernseher machen einfach nicht alle Apps Sinn, die es für Handys gibt. Aber doch jede Menge Angebot, inklusive auch Spielen zum Beispiel. Man hat dann hier so eine Leiste, wo man sieht, was man schon angefangen hat zu schauen, kann da direkt weiterschauen, zum Beispiel hier unseren Werbefilm in den VLC-Player oder aber auch andere Sachen, die man sich hier merkt. Ich auf YouTube was Schönes entdecke und sage zum Beispiel hier, das möchte ich später mir anschauen, dann drücke ich länger OK und packe das hier in diese Merkliste rein und kann mir das dann da später noch anschauen. Alles andere hier ist auch wunderbar anpassbar und sehr, sehr responsiv, also er reagiert wunderbar schnell. Und wenn ich zum Beispiel sage, Netflix brauche ich gar nicht so oft, dann schiebe ich das einfach ein bisschen weiter nach unten. Ja, und dafür aber zum Beispiel hier die YouTube-Trends, die interessieren mich ganz doll, die schiebe ich ganz nach oben. Und den brauche ich zum Beispiel nicht, lösche ich ihn einfach raus. Ja, das kann ich dann auch alles jederzeit hier unten bei Kanäle anpassen, auch noch komplett verändern, je nachdem, welche Video-Channels die meine Apps anbieten, mich hier am Gerät interessieren. Somit habt ihr hier beim S9A ein wirklich super Paket an Hardware und Software von Metz Blue, unser S9A. Vielen Dank.